Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der Stiftung Topographie des Terrors begrüße ich Sie sehr herzlich zu dieser Abendveranstaltung. Es ist heute die erste Veranstaltung im Begleitprogramm zu unserer Sonderausstellung Fritz Bauer, der Staatsanwalt NS-Verbrechen vor Gericht, die wir zurzeit im benachbarten Raum zeigen. Ich habe gesehen, einige von Ihnen sind schon einmal eben durchgegangen und auch manche ein bisschen ausführlicher. Es ist eine Ausstellung, die das Fritz-Bauer-Institut zusammen mit dem Jüdischen Museum in Frankfurt erarbeitet hat. Wir freuen uns sehr, dass wir heute wieder Publikum vor Ort begrüßen können. Und so seien Sie alle herzlich hier im Auditorium willkommen. Da jedoch Corona-bedingt nur eine begrenzte Zahl an Gästen zugelassen ist, bieten wir diese Veranstaltung auch wieder im Livestream an. Auch unsere Zuschauer zu Hause an den Bildschirmen begrüßen wir sehr herzlich und freuen uns über Ihre Teilnahme. Das Thema des heutigen Abends lautet Fritz Bauer und der Umgang mit der NS-Vergangenheit. Die leitende Frage heute Abend ist, wer war Fritz Bauer? Wir werden heute Einblicke in den Lebensweg von Fritz Bauer bekommen und verschiedene Schriften und Reden eines Mannes kennenlernen, der in der Zeit des Nationalsozialismus als Jude und Sozialdemokrat verfolgt wurde und emigrieren musste und nach 1945 als der Staatsanwalt in die Geschichte der Bundesrepublik eingegangen ist, der die strafrechtliche Ahndung von NS-Verbrechen maßgeblich vorangebracht hat. Als Referenten begrüße ich herzlich Frau Prof. Dr. Lena Foljanti und Dr. David Joost. Und für die Lesung aus schriftlichen Dokumenten von Fritz Bauer begrüße ich herzlich Frau Daria Lick und Herrn Marlon Frank. Beide sind Schauspielstudierende an der Universität der Künste in Berlin. Frau Lick im ersten Semester, Herr Frank im ersten Jahr. Außerdem begrüße ich herzlich Frau Gabriela Crispino, mit der wir uns schon eine längere und gute Zusammenarbeit verbindet. Wir bedanken uns sehr bei Ihnen, dass Sie als Sprechdozentin an der Universität der Künste die Lesung mit den beiden Studierenden im Unterricht vorbereitet haben. Schließlich möchte ich noch kurz die beiden Referenten der Vorträge vorstellen. Frau Professor Foljanti ist Juristin und als Professorin für Globalisierung und Rechtspluralismus am Institut für Rechts- und Verfassungsgeschichte der Universität Wien tätig. Zuvor war sie unter anderem Forschungsgruppenleiterin am Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte. Herr Dr. David Joost ist Historiker und arbeitet als freier Wissenschaftler und Journalist. 2018 erhielt er den Deutschen Hörbuchpreis in der Kategorie Bestes Sachbuch für die von ihm herausgegebene Produktion von Tondokumenten mit dem Titel Fritz Bauer, sein Leben, sein Denken, sein Wirken. Im Jahr 2018 haben Frau Foljanti und Herr Joost gemeinsam im Auftrag des Fritz-Bauer-Instituts die zweibändige Edition Fritz Bauer, kleine Schriften herausgegeben, die Sie hier vorne auf dem Tisch sehen. Aus diesen Bänden haben wir die Texte für die heutige Lesung ausgewählt. Unser Programm heute bringt also Vorträge und Lesungen zusammen. Im Anschluss wird es noch ein kurzes Podiumsgespräch zwischen mir und den Referentinnen geben. Und anschließend können Sie Ihre Fragen an die Referenten stellen und später auch von zu Hause aus, die im Livestream Zuschauenden können, uns eine E-Mail schicken. Die Adresse wird während der Veranstaltung eingeblendet. Ein letzter Hinweis noch zu unserem Programm. Es ist heute die letzte Veranstaltung der Stiftung vor der Sommerpause. Ende August werden wir unser Veranstaltungsprogramm wieder aufnehmen. Auch dazu sind Sie, sehr geehrte Damen und Herren, ganz herzlich eingeladen. Wir informieren Sie dann rechtzeitig über die Möglichkeiten der Teilnahme und wir hoffen sehr, dass wir weiter in Präsenz hier zusammenkommen können. Nun übergebe ich das Wort an Frau Dr. Foljanti. Ja, ganz herzlichen Dank für diese freundliche Einleitung. Fritz Bauer. Fritz Bauer wurde 1903 in Stuttgart in eine bürgerlich-jüdische Familie geboren. Für das politische Geschehen begann er sich früh zu interessieren. Es war die Revolution 1918-19, die den jungen Mann prägte und die ihn sozusagen zu einem bekennenden Sozialdemokraten machte. Er setzte sich als Student und dann später als junger Amtsrichter während der Weimarer Republik für eben diese umkämpfte Republik ein. Er wurde Mitglied des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, eines SPD-nahen Wehrverbandes, der sich genau zum Schutz der Demokratie einsetzte. Nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten im Jahr 1933 wurde er des Amts enthoben. Er wurde in das Konzentrationslager Heuberg bei Stuttgart
inhaftiert, wurde aber dann nach einiger Zeit freigelassen und konnte nach Dänemark emigrieren. Als die Deutschen dort einmarschierten, floh er mit seiner Familie mit Hilfe von Fischern über den Öresund nach Schweden. Und dort vernetzte er sich intensiv mit anderen Sozialdemokraten. Insbesondere brachte er sich in die Diskussionen ein um die Frage, wie ein Deutschland nach Hitler aussehen soll. Denn sein Ziel war es, zurückzukehren. Sein Ziel war es, zurückzukehren und ein demokratisches Deutschland mit aufzubauen. Diese Rückkehr nach Deutschland gelang Bauer 1949. Er wird Generalstaatsanwalt in Braunschweig, 1956 dann Generalstaatsanwalt in Frankfurt am Main, wo er für den größten Oberlandesgerichtsbezirk der Bundesrepublik zuständig ist. Und von dort aus ist den meisten von Ihnen die Geschichte sicherlich bekannt. Bauer, er war Initiator des Auschwitz-Prozesses. Bauer als derjenige, der dem Mossad die entscheidenden Hinweise auf den Aufenthaltsort Adolf Eichmanns gab. Bauer, der Euthanasieprozesse initiierte, die sich dann in der Durchführung als schwierig erwiesen. Bauer, der bis zu seinem Tod 1968 als hessischer Generalstaatsanwalt in vielen weiteren komplexen Ermittlungen einleitete und versuchte, NS-Verbrechen vor Gericht zu bringen. Doch gehen wir einen Schritt zurück. Bauer kehrte ganz bewusst in die Bundesrepublik zurück. Und er wusste, dass es für den Aufbau einer wahrhaft demokratischen Gesellschaft nötig sein würde, unbequem zu sein und stetig den Finger in die Wunde zu legen. Und genau das tat er. Parallel zu seiner Tätigkeit als Generalstaatsanwalt hielt er Vorträge und publizierte. Und das Ganze in einem Ausmaß, das auch heute für einen Generalstaatsanwalt ungewöhnlich wäre. Er trat in die Öffentlichkeit, er suchte die Diskussion, er publizierte nicht nur in juristischen Fachzeitschriften, sondern in Tageszeitungen, in Gewerkschaftsblättern, in kulturpolitischen, studentischen, jüdischen, kirchlichen Zeitschriften, zuweilen in Illustrierten, er trat im Fernsehen auf, er konzipierte Radiobeiträge. Seine Botschaften wiederholte er dabei oft. Es ging ihm darum, die Menschen wirklich zu erreichen und wachzurütteln. 1960 führte der Landesjugendring Rheinland-Pfalz, eine Dachorganisation der Jugendverbände des Bundeslandes, eine Tagung zum Thema Rechtsradikalismus durch. Eingeladen war unter anderem Fritz Bauer. Bauer beschäftigte sich in seinem Beitrag mit den Ursachen des Nationalsozialismus. Der Landesjugendring veröffentlichte den Vortrag Bauers wenig später unter dem Titel »Die Wurzeln faschistischen und nationalsozialistischen Handelns«. 2000 Exemplare der Broschüre schickte der Jugendring an das rheinland-pfälzische Kulturministerium zur kostenlosen Weiterleitung an Lehrer und Schüler und löste damit einen politischen Skandal aus. Denn das Kulturministerium weigerte sich, den Text an Schulen und Berufsschulen weiterzuleiten. Der Text, so wurde seitens des Ministeriums argumentiert, sei zu einseitig. Der Text böte ein Zerrbild der Vergangenheit. Beanstandet wurde der willkürliche Umgang mit Fakten und der polemische Tonfall. Der Landesjugendring wollte sich mit der Ablehnung des Textes nicht abfinden und trat an die Öffentlichkeit. Zeitungen und Radio berichteten über den Vorfall. Die SPD-Landtagsfraktion forderte eine Erklärung. Kulturminister Eduard Orth, CDU, geriet unter Druck. Er rechtfertigte die Entscheidung seines Ministeriums unter anderem damit, dass es unverantwortlich sei, einen solchen Text, ich zitiere, in die Hände von noch nicht urteilsreifen und unkritischen Jugendlichen zu geben. Rückblickend irritiert heute weniger die inhaltliche Kritik an Bauers Text, sondern das paternalistische, bevormundende Verständnis, das darin zum Ausdruck kommt. Die Vorstellung, dass man selbst Oberschülern kein eigenes Urteil zutrauen könne. Es ist jene Haltung, die Bauer in seinem Text vor allem kritisiert. Im Geist des Gehorsams, in der Neigung zu politischem Opportunismus, sah er eine der wesentlichen Ursachen für den Erfolg der Nationalsozialisten. Bauer wandte sich
in seinem Text vor allem gegen die Vorstellung, der Nationalsozialismus sei gleichsam über Nacht gekommen. Entscheidend war für Bauer die vermutete Neigung vieler Deutscher, Erfahrungen der Deklassierung, der ungerechten Behandlung durch Ressentiment und Gewalttätigkeit zu kompensieren. An einer Stelle in seinem Text entwickelte Fritz Bauer eine Typologie der NS-Täter. Bauer unterscheidet dabei zwischen den Gläubigen, den Gehorsamen und den Nutznießern. Es waren weniger die gläubig der Sache dienenden Fanatiker oder die ihren Sadismus auslebenden Exzesstäter, die Bauer interessierten, sondern die Masse jener, die aus blindem Gehorsam oder um sozialer und wirtschaftlicher Vorteile willen dazu beitrugen, ein Unrechtsregime zu stützen. Man muss Bauer nicht folgen, wenn er in seinem Text einen Zusammenhang herstellt, der von Luther zu Hitler führt, und kann doch anerkennen, dass sich der Erfolg des Nationalsozialismus nicht allein mit den äußeren Bedingungen erklären lässt. Fritz Bauer bot seinen Zuhörern eine andere Erklärung. Weder im Vulgärdarwinismus der nationalsozialistischen Rassenlehre noch in der kriminellen Energie der nationalsozialistischen Führung sah er etwas spezifisch Deutsches, sondern in der inneren Disposition zum Gehorsam und in dem damit verbundenen Verzicht auf Kritik und Individualität. Die zeitgenössischen Kritiker missverstanden Bauer gründlich, wenn sie ihm vorhielten, er würde in seinem Text den Nationalsozialismus als schicksalhaftes und damit historisch zwangsläufiges Phänomen betrachten. Im Gegensatz zu äußeren Faktoren lassen sich Haltungen und Einstellungen verändern. Lässt sich eine Gesellschaft durch Erziehung zum Widerspruch und durch Kritikfähigkeit gegen Ideologie und Populismus immunisieren? Davon war Fritz Bauer Zeit seines Lebens überzeugt. Darum lag ihm vor allem daran, die Jugend zu erreichen. Denn im Gegensatz zu den Erwachsenen hielt er die Jugendlichen für empfänglicher, offener für neue Ideen. Darum wendete er sich immer wieder an junge Menschen, schrieb Beiträge für den Schulfunk, traf sich mit Jugendlichen zum Gespräch. Der Skandal um Bauers Text, aus dem Sie gleich ein paar Auszüge hören werden, zeigt vor allem, auf welche Widerstände und Vorbehalte solche Positionen damals noch stießen. Heute sind viele von Bauers Argumenten politischer Konsens, der nur noch vom rechtsradikalen Rand wirklich in Frage gestellt wird. Aber vielleicht machen wir es uns etwas zu einfach, wenn wir diesen Text nur als einen Beitrag zu einer längst abgeschlossenen gesellschaftlichen Debatte betrachten. Oder die Gefahr allein in jenen rechtsradikalen Tendenzen unserer Zeit sehen. Was Personen wie Fritz Bauer einst gegen zum Teil immense politische Widerstände erstreiten mussten, stellt für viele heute nur noch ein formelhaft vorgebrachtes Bekenntnis dar. Dahinter steht am Ende vielleicht oft der gleiche bequeme Gehorsam, die Neigung, sich wirtschaftliche und soziale Vorteile zu sichern, Karriere zu machen, wie sie Bauer im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus kritisiert hat. Meine Damen und Herren, die Probleme, die die Bewältigung unserer Vergangenheit aufwirft, werden leider in Deutschland nur selten oder unzulänglich behandelt. Mit der Aufzählung zeithistorischer Fakten ist es nicht getan, wie wichtig die Beschreibung des geschichtlichen Ablaufs der Ereignisse unserer Generation auch ist. Die Klärung der Ursachen ist ohne Psychologie, Psychoanalyse und Soziologie, meinetwegen auch Kriminologie, gar nicht möglich. Fremde Länder haben sich gründlicher mit dem Fragenkomplex beschäftigt. Nach dem Kriege haben zum Beispiel die skandinavischen Länder Norwegen und Dänemark, die besetzt waren, zu untersuchen unternommen, wie es eigentlich möglich war, dass während der Okkupation einzelne Norweger und Dänen zu Quislingen wurden und mit den Deutschen zusammengearbeitet haben. Das war für sie ein Problem.
Sie haben gefragt und wissenschaftlich zu beantworten gesucht, wie die sozialen, psychischen und körperlichen Verhältnisse der Menschen waren, die trotz demokratischer Umwelt und einer militärischen Besetzung autoritären Parolen folgten und an kriminellen Handlungen der Besatzungsmacht teilnahmen. In Amerika wurde während des Krieges und nach ihm mit den Werkzeugen der Soziologie, Psychologie und Analyse der Frage nach den Entstehungsgründen narzisstischen Denkens und Handelns nachgegangen. Die Ereignisse spielen hier keine Rolle. Die Fragestellung interessiert, weil wir in Deutschland dem nichts an die Seite zu stellen haben. Wir haben noch nicht einmal die KZ-Mörder, die kleinen Eichmanns, auf ihren Geisteszustand untersucht oder sie getestet. Wir wissen nicht, ob sie geisteskrank oder normal sind. Obwohl eine Politik der Vorbeugung ohne Kenntnis der Krankheitsherde nicht möglich ist, war in Deutschland die Angst und Scheu vor einem Erkenne dich selbst vorherrschend. Man hat die Fragen und damit die vielleicht nützlichen, aber unangenehmen Antworten gerne mit der billigen und wenig überzeugungskräftigen Begründung beiseite geschoben. Das harmlose und nichtsahnende deutsche Volk mit seinen 70 Millionen sei sozusagen über Nacht einigen abgefeimten Schurken zum Opfer gefallen und von ihnen mit List, Tücke, Propaganda und Gewalt überwältigt worden. So einfach geht es aber nicht. Und es muss dem Landesjugendring Rheinland-Pfalz hoch angerechnet werden, dass er vor den Fragen und Antworten nicht kneifen will. Als Sie mich aufforderten, zu Ihnen zu sprechen, stellten Sie das Thema die geistig-theoretischen Grundlagen des Faschismus und Narzissmus. Ich habe mich über dieses Thema gefreut, weil ich selber Gelegenheit bekam, nachzudenken. Aber ich trug Bedenken gegen das Wort geistig-theoretisch, weil mir Faschismus und Narzissmus nicht gerade geistig-theoretische Bewegungen zu sein schienen. Damit soll zunächst nichts Negatives über sie gesagt sein. Es soll nur festgestellt werden, dass weder Faschismus noch Narzissmus jemals erklärt haben, ihre Wurzeln seien geistiger Art und kämen aus dem Verstand. Beide Bewegungen haben den größten Wert darauf gelegt, gerade nicht vom Verstand, vom Intellekt zu stammen, sondern aus einer ganz anderen Quelle gespeist zu werden. Faschismus und Narzissmus haben die Tradition einer aufklärerisch-humanistischen Bildung abgelehnt. Die meisten, die sich mit der Frage Narzissmus und Faschismus beschäftigten, haben denn auch ihre Wurzel eher in einer Art Romantik gesehen, worunter man allerdings nicht etwa Dichtung über eine mondbeglänzte Zaubernacht, sondern eine Lust zur Maßlosigkeit, zum Grenzen und Uferlosen, zum irrationalen und antirationalen Verstanden wissen will. Eine Bewegung, bei der dunkel und hell, Tag und Nacht, Leben und Tod miteinander eine seltsame Verbrüderung eingehen, eine Mystik, in der Gut und Böse dicht beieinander wohnen, ein Hang zu geistigen Störung und Zerstörung, insbesondere auch zu Selbstzerstörung, war der Romantik immer eigen. Es ist nicht zufällig, dass Hitlers Lieblingsoper die Götterdämmerung war. Seinen Vorstellungen entsprach ein grandioser Weltuntergang und ein großes Chaos. Wir wissen zum Beispiel von Hitler, insbesondere von seinen Tischgesprächen, dass ihm am deutschen Sieg wesentlich weniger lag, als dies bei seinen Mitläufern der Fall gewesen ist. Versteht man unter Weltanschauung den Versuch einer intellektuellen Klärung der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und moralischen Fakten, so war der Nationalsozialismus keine geistig-theoretische Auseinandersetzung, sondern auf der Ebene der politischen Ideen bewusst, wie Walter Hofer es formuliert, der größte und furchtbarste Aufstand des Ungeistes. Darauf war der Nationalsozialismus eigentlich noch stolz. Wir fragen nach den Ursachen unserer narzisstischen Zeit. Manche wollen hierzulande den Anschein erwecken, als habe alles zum Besten gestanden und sei in Ordnung gewesen, bis der Verbrecher Hitler und seine Spießgesellen gekommen seien und die Dinge auf den Kopf gestellt hätten. Ursache von allem Bösen sei Hitler gewesen. Es habe einige Teufel gegeben und die hätten Geschichte gemacht. Hitler und Himmler, Göring und Goebbels, Eichmann und einige Dutzende oder Hunderte dazu. Ich glaube, so geht es nicht. So war es nicht und so kann es auch nicht gewesen sein. Narzissmus ist nicht nur eine Bewegung gewesen, die von Hitler und seinen Spießgesellen geschaffen wurde und sich in ihnen erschöpfte. Narzissmus war eine Bewegung im deutschen Volke. Es gibt keinen Führer ohne Menschen, die sich führen lassen.
Das Problem Narzissmus ist nicht mit einer Psychologie Hitlers und seiner nächsten Umgebung zu lösen. Wenn wir an das Problem Narzissmus so ernsthaft, wie Heuss es mit der Forderung, unsere Vergangenheit zu bewältigen, gemeint hat, herangehen, gilt es, uns selber zu prüfen und Gerichtstag zu halten über uns selbst. Der Narzissmus ist nicht vom Himmel gefallen und er wurde auch nicht nur von Hitler verkörpert. Hitler wurde gewählt, zunächst mit 40-45% und nachher mit 99,9%. Viele haben Ja zu ihm gesagt, sie haben früh und spät Heil Hitler Kreuzfahne gehisst und sind bei Aufzügen und Demonstrationen oft genug mit dabei gewesen. Sie haben den gelben Fleck gesehen und die Röhm-Morde, die Kristallnacht und viele andere Ausschreitungen schwerster Art mit eigenen Augen und Ohren erfahren. Gewiss waren nicht alle begeisterte Nazis, es gab aber Begeisterte in nicht geringer Zahl. Von allen guten Geistern verlassen, ohne Anständigkeit, Menschlichkeit und Sinn für Recht und Gerechtigkeit haben sie nicht nur geschwiegen, sondern oft Grauenhaftes bejaht und getan. Es wäre falsch, darüber hinwegzusehen. Andere hatten Angst und waren feige. Sie beschränkten sich darauf, Mitläufer zu sein. Andere lehnten den Narzissmus innerlich ab und glücklicherweise gab es auch einen aktiven Widerstand. Trotz allem bleibt die Tatsache bestehen, dass breite Teile der Bevölkerung fast bis zum bitteren Ende an Adolf Hitler geglaubt haben und seine Mitkämpfer waren. Die Frage nach den Wurzeln des Narzissmus ist daher auch immer die Frage nach der Empfänglichkeit breitester Schichten für seinen Ungeist und nach der Bereitschaft vieler, ja allzu vieler Menschen zur Komplizenschaft. Ein römischer Schriftsteller, Maximianus, hat einmal gemeint, es gäbe keine Heilung für eine Krankheit, die nicht verstanden worden sei, was heißen will, deren Ursache begriffen wurde. In diesem Sinne müssen wir an das Entsetzliche herangehen, das hinter uns liegt. Eine Analyse, die freilich immer nur bruchstückhaft und ein tastender Versuch sein kann, das letztlich Unerklärliche zu deuten, ist aus dem Willen gerechtfertigt, für die Zukunft eine Lehre zu ziehen. Historisches, psychologisches, soziologisches Wissen, auch Strafprozesse, die das Geschehen den Zeitgenossen vor Augen führen, sind wichtig. Wichtiger aber ist der ernste und aufrichtige Entschluss, es nunmehr und später anders und besser zu machen. Dies ist vor allem Recht und Pflicht der jungen, jetzt heranwachsenden Generation. Der Rehmer-Prozess war der erste Prozess Fritz Bauers, über den in den Medien breit berichtet wurde. Fast alle überregionalen und regionalen Zeitungen und Radiosender berichteten ausführlich über die Verhandlung. Selbst die internationale Presse schickte eigene Korrespondenten nach Braunschweig, wo im März 1952 der Prozess stattfand. Fritz Bauer war von dem öffentlichen Interesse keineswegs überrascht. Im Gegenteil, er hatte selbst viel dazu beigetragen, den Prozess publik zu machen. Fritz Bauer verstand die juristische Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen als pädagogische Maßnahme und den Gerichtsprozess selbst als gesellschaftliches Lehrstück. In einem Interview mit der Frankfurter Rundschau nannte Bauer den ersten Auschwitz-Prozess eine Unterrichtsstunde für uns alle. Eine Unterrichtsstunde sollte auch der Rehmer-Prozess werden. Doch anders als in den späteren Auschwitz-Prozessen standen hier nicht die Verbrechen der Nationalsozialisten im Mittelpunkt, sondern die Widerstandskämpfer des 20. Juli. Der Angeklagte Otto Ernst Rehmer interessierte Bauer so wenig, dass er am Ende seines Plädoyers sogar vergaß, ein bestimmtes Strafmaß für den Angeklagten zu fordern. Der Prozess gegen Rehmer bot Bauer die Möglichkeit, das Thema Widerstand im Nationalsozialismus öffentlich zu verhandeln. Es war eines jener Themen, die Bauer nie losgelassen hat, zu denen er sich immer wieder geäußert hat. Dabei war für Bauer das Thema Widerstand kein rein
historisches Thema. Die Frage nach Gehorsam und Widerstand stellte sich für ihn in jeder Gesellschaft, nicht nur im Unrechtsstaat des Nationalsozialismus. Es ging ihm im Kern um eine Enttabuisierung des Ungehorsams. Befehl ist Befehl, Gesetz ist Gesetz. Gegen diese Auffassung eines absoluten Befehls- und Gesetzesgehorsams setzte Bauer die Vorstellung eines mündigen Gehorsams, der auch zivilen Ungehorsam oder im Extremfall politischen Widerstand nicht kategorisch ausschließt. Doch wer war nun dieser Otto Ernst Rehmer, der sich vor Gericht verantworten musste? Otto Ernst Rehmer spielte eine wichtige Rolle bei der Niederschlagung des 20. Juli, wurde von Hitler daraufhin ausgezeichnet und zum Generalmajor ernannt. Nach dem Ende des Krieges engagierte sich der überzeugte Nationalsozialist für die rechtsradikale Sozialistische Reichspartei. Eine Partei, die bei der niedersächsischen Landtagswahl 1951 aus dem Stand heraus 11% der Stimmen gewann, in Bremen wenig später 8%. Eine Partei, die sich offen zum Nationalsozialismus bekannte. Otto Ernst Rehmer war der zweite Vorsitzende der Partei und zugleich einer ihrer prominentesten Redner. Immer wieder hatte er in seinen Reden die Widerstandskämpfer des 20. Juli als vom Ausland bezahlte Landesverräter bezeichnet. Solche Äußerungen veranlassten den damaligen Bundesinnenminister Robert Lehr, CDU, Klage gegen Rehmer einzureichen. Die zuständige Staatsanwaltschaft lehnte die Klage aus formalen Gründen ab. An diesem Punkt schaltete sich Fritz Bauer ein und zog als Generalstaatsanwalt das Verfahren an sich. Und bereits zu diesem frühen Zeitpunkt wurde deutlich, um was es Bauer ging. In einem Schreiben Bauers an den niedersächsischen Justizminister heißt es, ich zitiere, die Verbindung der Widerstandskämpfer mit dem Ausland waren das Gegenteil von Landesverrat und dienten ausschließlich und unzweideutig der Landesrettung. Es ist eine notwendige Aufgabe der deutschen Staatsanwälte und Richter, dies durch eine Anklage gegen die Verleumder der Widerstandskämpfer und die Verurteilung der Verleumder zu bestätigen. Das Ziel des Prozesses stand für Fritz Bauer von Beginn an fest: die moralische und rechtliche Rehabilitierung des 20. Juli. Die Anklage bot hierfür lediglich den Anlass. Denn um die Klage durchzusetzen, musste das Gericht beweisen, dass die Äußerungen Rehmers eine unwahre Behauptung darstellten. Die Anklagevertretung musste also den Beweis erbringen, dass die Widerstandskämpfer zu keinem Zeitpunkt Landesverräter gewesen waren und Landesverrat begangen hatten. Studiert man die Prozessunterlagen, so zeigt sich deutlich, wie strategisch Bauer vorgegangen ist. Wie er sich einerseits um prominente Gutachter und Zeugen bemühte und gleichzeitig versuchte, den Verteidigern Rehmers möglichst nicht zu viel Raum zu bieten. Das Plädoyer Fritz Bauers, aus dem Sie gleich mehrere Auszüge hören werden, wurde in den meisten Berichten als Höhepunkt des Prozesses bezeichnet und von der Presse zum Teil ausgiebig zitiert. Am Ende wurde Otto Ernst Rehmer für schuldig erklärt. Damit war Fritz Bauers Plan aufgegangen. Zur Aburteilung steht, dass das Vorstandsmitglied der SRP Rehmer seit Monaten durch Niedersachsen zog und die Widerstandskämpfer des 20. Juli verleumdete und beschimpfte, indem er sie Hoch- und Landesverräter hieß. Es ist Aufgabe der Staatsanwaltschaft, Aufgabe der Richter des demokratischen Rechtsstaates, die Helden des 20. Juli ohne Vorbehalt und ohne Einschränkung zu rehabilitieren, aufgrund der Tatsachen, die uns heute bekannt sind, aufgrund des damals und heute des ewig geltenden Rechts. Die Staatsanwaltschaft beantragt, den Angeklagten zu verurteilen wegen eines Vergehens der üblen Nachrede und wegen eines Vergehens der Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener im Sinne der Paragraphen 186 und 189 Strafgesetzbuch. Am 20. Juli war der Krieg endgültig verloren.
Der Sachverständige Professor Dr. Schramm hat dies bestätigt. Am 20. Juli war das deutsche Volk total verraten, verraten von seiner Regierung, und ein total verratenes Volk kann nicht mehr Gegenstand eines Landesverrats sein. Genauso wenig, wie man einen toten Mann durch einen Dolchstoß töten kann, das ist noch nicht einmal ein untauglicher Versuch. Der Krieg war schon lange vorher verloren und die Widerstandskämpfer haben es gewusst. Vor dem Jahre 1933 standen auf den Plakatsäulen Deutschlands die Worte: Hitler bedeutet Krieg. Es war ein Wort, das leider wahr geworden ist, und jeder Krieg war ein verlorener Krieg, und jeder verlorene Krieg bedeutete die Vernichtung und Zerschmetterung Deutschlands. Das war der Ausgangspunkt der gesamten Konzeption Becks und Gölderlers. Sie wussten, der Krieg war nicht zu gewinnen, denn Deutschland stand gegen die ganze Welt. Der Krieg war verloren, bevor der erste Schuss gefallen war, und ihre Konzeption war, Deutschland das Schlimmste zu ersparen. Jeder Versuch, den Krieg zu verhüten, jeder Versuch, den Krieg abzukürzen, bedeutete eine Ersparnis deutscher Menschenleben, deutscher Arme und Beine, deutscher Wohnungen, bedeutete ein Plus deutscher Weltgeltung. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass es ausgeschlossen ist, irgendeinen Teilnehmer am 20. Juli in irgendeinem Sinne vorzuwerfen, er habe den Vorsatz gehabt, Deutschland zu schaden. Einziges Ziel ihrer Handlung war, Deutschland zu retten. Um deswillen kommt der Tatbestand des Landesverrats nicht zur Anwendung. Der Hochverrat setzt weiter eine legale Verfassung voraus. Ich bestreite, dass die Herrschaft des Dritten Reiches, dass die Herrschaft des sogenannten tausendjährigen Reiches gesetzlich war. Ich behaupte, dass das Dritte Reich seiner Form nach usurpierte, nie legalisierte Macht war. Dem Inhalt nach war es das Reich der Bestie, von dem unsere Sachverständigen gesprochen haben. Ein Unrechtsstaat und deswegen sittenwidrig und nichtig. Ich gehe zum zweiten Punkt über und erkläre, der nationalsozialistische Staat war seinem Inhalt nach ein Unrechtsstaat. Dies ist für den Juristen unseres Rechtsstaates nichts Neues. Seit 1945 haben sämtliche Gerichte, der Oberste Gerichtshof in Köln und der Bundesgerichtshof, ausgesprochen, dass das Dritte Reich ein Gewalt- und Willkürsystem gewesen ist. Es sind die Grundrechte nicht nur aufgehoben, sie sind in schmählicher Weise mit Füßen getreten worden. Tag aus und Tag ein wurde das Recht geschändet. Millionen Menschen wurden umgebracht. Ich enthalte mich jeglicher Beispiele. Hitler war nicht nur, das muss leider Gottes gesagt werden, der oberste Kriegsherr kraft Usurpation, sondern auch der oberste Kriegsverbrecher. Der größte Verbrecher, den wir nach unserem Strafgesetzbuch besessen haben. Ich verweise auch in dieser Richtung auf die bereits erwähnte Entscheidung des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen Band 3, Seite 107, die letzte Entscheidung unseres obersten Gerichtshofes zu diesem Thema. Hier heißt es ganz allgemein: Das Gesetz findet dort seine Grenzen, wo es in Widerspruch zu den allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechts oder zu dem Naturrecht tritt oder der Widerspruch des positiven Gesetzes zur Gerechtigkeit ein so unerträgliches Maß erreicht, dass das Gesetz als unrichtiges Recht der Gerechtigkeit zu weichen hat. Wird der Grundsatz der Gleichheit bei der Setzung des positiven Rechts überhaupt verleugnet, dann entbehrt das Gesetz der Rechtsnatur und ist überhaupt kein Recht. Diese Worte des Bundesgerichtshofs gelten für die Verfassungsgesetzgebung, ja die gesamte Gesetzgebung des Dritten Reiches, das den Grundsatz der Gleichheit grundsätzlich abgelehnt hat. Ich stelle deswegen den Satz auf: Ein Unrechtsstaat im Gegensatz zum heutigen Rechtsstaat, ein Unrechtsstaat wie das Dritte Reich, ist überhaupt nicht hochverratsfähig. Ein Unrechtsstaat, der täglich zehntausende Morde begeht, berechtigt jedermann zur Notwehr gemäß § 53 Strafgesetzbuch. Jedermann war berechtigt, den bedrohten Juden oder den bedrohten Intelligenzschichten des Auslandes Nothilfe zu gewähren. Insoweit sind alle Widerstandshandlungen durch § 53 Strafgesetzbuch gedeckt. Fritz Bauer kehrte nach Deutschland zurück mit dem Ziel, eine demokratische Nachkriegsgesellschaft aufzubauen. Dieses demokratische Deutschland, das sollte ein Land sein, in dem nicht nur demokratische Mitbestimmung garantiert war, sondern das durchdrungen war von den Werten der Demokratie. Pluralismus, Toleranz, Meinungsfreiheit und der Schutz der Grundrechte waren ihm dringende Anliegen,
die er in allen gesellschaftlichen Feldern verwirklicht sehen wollte. Angefangen im Privaten, bei den Familien, deren autoritäre Strukturen er kritisierte, fortgesetzt im Bereich der Kunst, wo er jede Form der Zensur scharf kritisierte, und weiter im Bereich zum Beispiel des Sexualstrafrechts, wo er sich entschieden für eine Liberalisierung einsetzte. Er äußerte sich in seinen Publikationen und Vorträgen engagiert zu Gegenwartsfragen. Das wichtigste Feld, in dem er das tat, war das Strafrecht. Sein ureigenstes Betätigungsfeld als Staatsanwalt, könnte man sagen. Das Strafgesetzbuch, das von der Bundesrepublik übernommen worden war, stammte aus dem Jahr 1871. Novellierungsversuche waren bereits im späten Kaiserreich und dann in der Weimarer Republik mehrfach gescheitert. Und auch die konservative Bonner Politik sah Reformbedarf. 1954 wurde vom damaligen Bundesjustizminister Neuemeyer eine große Strafrechtskommission eingesetzt, die die Reform vorbereiten sollte. Bauer war nicht Teil dieser Kommission, beobachtete ihre Arbeit aber kontinuierlich und kritisierte sie scharf. Sie bewege sich in überkommenen Bahnen, wage keine wirklichen Reformen. Was schwebte Bauer vor? Man könnte sagen, er wollte das Strafrecht neu erfinden oder auch abschaffen. Anstatt an die individuelle Schuld des Täters anzuknüpfen und eben diese zu vergelten, forderte er, die Ursache von Verbrechen zu ergründen und Maßnahmen zu ergreifen, die zur Heilung von Straffälligen führten. Bauer war überzeugt, dass die Gesellschaft nur so vor künftigen Straftaten geschützt werden könne. Er war überzeugt, dass es nötig sei, nicht nur die individuellen Beweggründe, sondern auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die zu Straftaten führten, anzugehen. Es sei also nötig, einerseits therapeutisch auf die Straffälligen einzuwirken, andererseits an den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu arbeiten. Resozialisierung sollte also das Ziel des Strafvollzugs sein. Bauer formulierte konkrete Ideen, wie dies aussehen solle, und stützte sich dabei vor allem auf Erfahrungen, die in Skandinavien und in den USA seit den 1930er Jahren gemacht worden waren. Gruppentherapien oder auch Mitbestimmung in den Gefängnissen bzw. Gefangenen-Selbstverwaltung waren dort bereits erprobt worden. Bauer stützte sich auf Gesehenes und Gehörtes während seiner Exilzeit in Dänemark und Schweden. Er verarbeitete die sozialwissenschaftliche Literatur seiner Zeit und nahm 1955 sogar eine Studienreise in die USA vor. Er war ein ungewöhnlicher Staatsanwalt. Nicht nur, weil er systematisch Ermittlungen wegen nationalsozialistischer Gewaltverbrechen führte, womit er sich in der Bundesrepublik alles andere als beliebt machte. Seine Publikationen zeugen von einem enorm breiten Horizont, von einer immensen Belesenheit nicht nur im Juristischen, sondern auch in Philosophie und Literatur. Die Klassiker verarbeitete er dabei ebenso wie Aktuelles, zum Beispiel Ionescos Theaterstück über die Nashörner, Aldous Huxleys Schöne neue Welt oder Kafkas Amerika. Sozialwissenschaften, Psychologie, Medizin und Naturwissenschaften in seine Überlegungen einzubeziehen, war ihm eine Selbstverständlichkeit. Ja, er war sogar der Überzeugung, man müsse die Rolle der Juristen im Strafprozess einschränken, da ihnen die Kompetenz fehle, um festzustellen, was nötig sei, um Straftäter in die richtige Bahn zurückzuführen. Gerechtigkeit im klassischen Sinne zu verwirklichen, war dabei nicht sein erstes Ziel. Es ging ihm vielmehr darum, den Menschen zu sehen. Im Strafprozess und auch andernorts in der Gesellschaft sollte Menschlichkeit verwirklicht werden. Menschlichkeit war für ihn der Kern einer demokratischen, pluralistischen und toleranten Gesellschaft. Bekannt ist die Anekdote, dass er Gefangene in der Strafvollzugsanstalt Preungesheim in Frankfurt am Main als Kameraden anredete. Er sah sich nicht als Anwalt des Staates, sondern als Anwalt der Menschen. Und tatsächlich schreibt er in einem autobiografischen Text, dass er als kleiner Junge schon das Berufsziel gehabt habe, Oberstaatsanwalt zu werden. Und tatsächlich habe er sich vorgestellt, so etwas wie ein Rechtsanwalt. Er wusste nicht, was ein Oberstaatsanwalt ist. Er dachte nur, das Wort Oberstaatsanwalt klingt sozusagen noch respektabler als Rechtsanwalt. Und dann schreibt er im Folgenden, ich zitiere ihn, wenn ich heute in der Lage wäre,
die juristischen Berufsbezeichnungen selbstherrlich zu ändern, würde ich bestimmt die Staatsanwälte Rechtsanwälte nennen. Die aus autoritären Zeiten stammende Bezeichnung Staatsanwalt passt nicht. Der Staatsanwalt vertritt nicht den Staat. Er ist nicht der Anwalt irgendwelcher Staatsräson oder irgendwelcher Staatsinteressen, sondern des Rechts der Menschen und ihrer sozialen Existenz gegen private und staatliche Willkür. Er ist an die Gesetze gebunden, deren wichtigste die Menschenrechte sind. Und damit Sie einen Eindruck auch von dieser so anderen Seite Bauers, eben nicht bezogen auf die nationalsozialistischen Gewaltverbrechen und die Prozesse, kennenlernen, haben wir Ihnen zwei weitere Textpassagen ausgewählt. Die erste stammt aus dem Text Das deutsche Strafrecht und seine Reform, das Strafrecht und das heutige Bild vom Menschen aus dem Jahr 1966-67. Die zweite Passage aus dem Text Soziale Hilfe statt Vergeltung aus dem Jahr 1959. Meine Damen und Herren, unser Strafrecht stammt in seinem Kern aus dem Jahre 1871. Das Gesetz ging im Wesentlichen auf das preußische Recht von 1851 zurück, das seinerseits die Entwicklung des strafrechtlichen Denkens und Handelns des vorausgegangenen Jahrhunderts abschloss. Das Gesetz beruhte weltanschaulich auf den Konzeptionen Kants und Hegels, soziologisch auf der Machtstellung des Staates und den tragenden gesellschaftlichen Schichten. Es war ein klares Recht der Vergeltung der Tatschuld eines Menschen. Das Strafgesetzbuch von 1871 ist im Laufe der Zeit durch, wie man gezählt hat, 69 Novellen ergänzt und umgestaltet worden. Seine Grundstruktur, der Gedanke einer Vergeltung, ist dabei geblieben. Auch die Reformbestrebungen unserer Zeit haben im Wesentlichen an ihr festgehalten. Das Wort Vergeltung wird freilich gerne verdrängt. Man zieht vor, von einem Schuldstrafrecht zu sprechen, ohne dass hierdurch freilich der Kern der Sache verändert wurde. Das zähe Festhalten an der Vorstellung, dass das Strafrecht vorzugsweise dazu bestimmt ist, geschehenes Unrecht durch eine adäquate Leidzufügung auszugleichen, erklärt sich aus dem nahezu archetypischen Charakter des Vergeltungsgedankens. Unsere moderne Gesellschaft wird nicht allein mit dem Strafgesetzbuch von 1871 nebst seinen Novellen, auch nicht nur mit den Reformvorschlägen der letzten Jahre oder Jahrzehnte konfrontiert, sondern mit einem Jahrtausende, ja Jahrzehntausende alten Gedanken der Menschheit. Dies erschwert ungemein eine Änderung unseres Rechts. Dem entspricht, dass der Wunsch nach einem neuen Recht der Verbrechensbekämpfung nur von einem verhältnismäßig kleinen Teil der Öffentlichkeit geteilt wird. Sofern es populäre Wünsche gibt, ziehen sie auf eine Wiedereinführung der Todesstrafe, die rational überhaupt nicht verteidigt werden kann, aber dem irrationalen Vergeltungsgedanken entspricht. Die älteste Erklärung des Weltgeschehens war moralisch. Alle Schuld rächt sich nach ihr auf Erden. Eine affektfreie Behandlung der Täter ermöglicht neue Maßnahmen, die geeignet sein können, die Öffentlichkeit besser als seither zu schützen. Das Gefängnis war seither eine Zwingburg mittelalterlichen Stils, die die Insassen selten gebessert hat. Es hat die Gefangenen oft zu erbitterten Gesellschaftsfeinden gemacht. Sie sind nicht wie erwartet in sich gegangen, sondern mit ungebrochener, häufig gesteigerter Aggressivität in eine sich pharisäerhaft abschließende Gesellschaft zurückgekehrt. Sie sind im Gefängnis an eine äußere Ordnung gewöhnt worden. Sie haben aber nicht gelernt, in eigener Verantwortung der Schwierigkeiten unseres Daseins Herr zu werden. Ihre Willenskraft, ihr Selbstvertrauen, ihr bescheidener Glaube, dass es im Leben auch Anständigkeiten gebe, ist noch mehr geschwächt worden. Familiäre Bindungen, die die Keimzelle allen sozialen Verhaltens darstellen, sind gelöst worden. Soziale Verteidigung ist daher mit einer gründlichen Veränderung des Freiheitsentzugs, wo er notwendig ist, verknüpft. In den Vordergrund treten neben Maßnahmen wie Führerscheinentziehung, Berufsverbot, Berufsbeschränkungen, Amtsverlust, Schadloshaltung und dergleichen, die häufig zum Schutze der Gesellschaft genügen, konstruktive Veranstaltungen medizinischer, pädagogischer und fürsorgerischer Art, sei es in stationärer oder ambulanter Behandlung. Komplexe Ressentiments, Feindseligkeiten müssen abgebaut werden. Ist ein Mensch durch harte Erziehung,
im Elternhaus verhärtet und böse geworden, so wird durch weiteres Härten der Öffentlichkeit oft nur eine weitere Verkrampfung und Brutalisierung des Täters geschaffen und die Gesellschaft noch mehr als seither gefährdet. Der sonst ewige Kreislauf von Aggressivität und Gegenaggressivität muss hier, soweit möglich, unterbrochen werden. Der Sozialarbeiter, Psychotherapeut, Pädagoge und Bewährungshelfer ist daher zur Kriminalitätsbekämpfung vorzugsweise geeignet und aufgerufen. Fritz Bauer war lange Zeit nur wenigen Freunden und einigen Spezialisten bekannt. Seit einigen Jahren erleben wir eine regelrechte Bauer-Renaissance. Es gab mehrere Spielfilme, Dokumentarfilme, zwei Biografien wurden veröffentlicht, es gab verschiedene Ausstellungen. Fritz Bauer erfährt damit so etwas wie eine späte Gerechtigkeit. Doch zugleich kann man vielleicht sagen, birgt die tendenzielle Überhöhung und Idealisierung Bauers auch das Risiko, dass wir es uns heute ein wenig zu bequem mit Bauer machen. Jemanden auf einen Sockel zu stellen, bedeutet eben immer auch, ihn ein wenig ruhig zu stellen. Fritz Bauer hatte keine Scheu davor, sich bei einigen unbeliebt zu machen. Er war unbequem, er wollte die Menschen aufrütteln, sie zum Nachdenken bringen, zum eigenständigen Denken anregen. Einige seiner Positionen sind aus heutiger Sicht durchaus streitbar. Es ist unmöglich, einer historischen Figur gerecht zu werden. Alle Darstellungen und Untersuchungen bleiben Annäherungen, bleiben notwendig auch immer ein Stück weit subjektiv. Davon nehmen wir uns selbstverständlich nicht aus. Aber vielleicht sollten wir uns hin und wieder die Frage stellen, wie wir Fritz Bauer heute begegnen würden und wie er uns begegnen würde. Er wäre mit großer Wahrscheinlichkeit auch heute vielen unbequem, würde Widerspruch auslösen, würde anecken. Das Schöne ist, dass Bauer so viel publiziert hat, dass seine Schriften so vielfältig sind, so unterschiedliche Themen abdecken, dass wir Bauer in diesen vielen Texten gewissermaßen auch immer wieder neu begegnen können. Und dabei sollte vielleicht weniger die Vergangenheit im Vordergrund stehen, sondern die Frage, wo uns Bauer heute noch Impulse geben, wo er uns zum Nachdenken anregen kann und wo er vielleicht auch unseren Widerspruch herausfordert. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite für den Vortrag und der Dank auch nochmal an Sie beide, Frau Lieck und Herr Frank, für die Lesung. Ich würde jetzt noch ein paar Fragen stellen, bevor ich dann an das Publikum übergebe und auch Ihnen die Gelegenheit gebe, Fragen an die Referentinnen zu richten. Ich würde gerne mit einer Frage nochmal einsteigen zur Biografie Fritz Bauers. Seiner Flucht nach Dänemark, weiter nach Schweden und dann aber nach Kriegsende die Frage nach der Rückkehr. Es war ihm ein unbedingtes Anliegen, wieder nach Deutschland in die Bundesrepublik zurückzukehren. Vielleicht können Sie noch mal die Motive hierfür beschreiben und auch, welche Möglichkeiten er hatte, hier wieder tätig zu werden und in seinem Sinne auch, also die Demokratie mitzugestalten. Und inwieweit er dafür auch Unterstützung bekommen hat. Ja, sehr gerne. Ja, wie gesagt, Bauer war sein Anliegen, das demokratische Deutschland aufzubauen, mit aufzubauen, zurückzukehren. Er sah hier die Aufgabe. Er war damit nicht der Einzige, aber auch einer von eben nicht so vielen Remigranten. Viele sind im Exil geblieben oder sind in der Emigration geblieben. Bauer kehrte zurück. Er machte es sich dabei nicht einfach. Er wartete in gewisser Weise, bis sich eine Möglichkeit bot, auch in Deutschland eine entsprechende Position zu finden, von der er aus gestalterisch tätig werden konnte. Das heißt, er kehrte 1945 von Schweden aus nicht direkt nach Deutschland zurück, sondern erstmal ging er zurück nach Dänemark.
war dort tätig in einem Lager für Displaced Persons, also für deutsche Flüchtlinge, wo er beteiligt war an der Zeitschrift sozusagen, die einen pädagogischen Auftrag hatte. Also es war Teil des Re-Education-Programms, könnte man sagen. Und ließ seine Kontakte innerhalb der SPD spielen auf eine Möglichkeit, in Deutschland eine Position zu finden, die eben ihm vielversprechend erschien. Und es waren die Kontakte in der SPD insbesondere. Er war eng befreundet mit Schumacher, er hatte im Exil Willy Brandt kennengelernt und mit ihm zusammengearbeitet. Er war gut vernetzt. Und es war dann die Position in Braunschweig, die ihm als sozusagen gute Ausgangsposition erschien und die es ja dann auch tatsächlich war. Heute Abend haben wir drei Themen in den Mittelpunkt gestellt, mit denen sich Fritz Bauer beschäftigt hat, also die Strafrechtsreform, sein Widerstandsbegriff, aber auch seine Anliegen, die NS-Verbrechen strafrechtlich zu verfolgen. Ich glaube, Sie, Herr Joost, haben angedeutet, dass es noch weitere Themen gab, mit denen er sich befasst hat. Vielleicht können Sie noch mal sagen, welche Themen auch wichtig waren, neben den genannten dreien, die wir jetzt heute Abend vorrangig thematisiert haben. Also man muss natürlich ganz klar sagen, dass es in erster Linie diese drei Themenkomplexe sind, mit denen er sich beschäftigt hat. Aber er hat sich beispielsweise auch, das klang ja an, das ist ja Teil des auch der Strafrechtsreformdebatte, Fragen der Kunstfreiheit, Fragen der Zäsur war ein ganz wichtiger Punkt. Er hat sich aber beispielsweise auch Gedanken über Bevölkerungspolitik gemacht. Also welche Möglichkeiten gibt es einer fortschrittlichen Bevölkerungspolitik? Das wäre zum Beispiel ein solches Thema. Okay. Also Sie haben es schon gesagt, Fritz Bauer ist so ein bisschen auf einem Podest, also er ist so ein Solitär, wenn man von der Aufarbeitung der NS-Verbrechen spricht. Gleichzeitig hat es parallel zu seinem Engagement schon vor dem Frankfurter Auschwitz-Prozess ja viele NS-Prozesse durchaus gegeben, auch keine ganz unrelevanten wie den Ulmer Einsatzgruppenprozess, aber auch schon diverse KZ-Prozesse, die jetzt nicht unmittelbar auf Bauer zurückgehen, sondern auf andere Staatsanwaltschaften in der Bundesrepublik. Meine Frage wäre, warum genießt ausgerechnet er so viel Anerkennung? Was hebt ihn raus aus diesen Staatsanwaltschaften und Staatsanwälten? Also vielleicht ein Aspekt, der auch bei dem Beispiel Rema-Prozess deutlich geworden ist. Das Besondere an Fritz Bauer ist, dass er immer versucht hat, auch für eine große Publizität der Prozesse zu sorgen. Also er war, heute muss man sagen, er war ein Medienprofi gewesen. Jemand, der eben auch sehr strategisch in den Prozessen vorgegangen ist und für den es wichtig war, dass diese Prozesse möglichst von vielen Menschen wahrgenommen werden. Und das ist, denke ich, für einen Generalstaatsanwalt, es wäre auch heute für einen Generalstaatsanwalt sehr ungewöhnlich, als eigener eigene Radiobeiträge zu schreiben, sich mit Jugendlichen zu treffen und immer wieder in den Medien aufzutreten. Das erklärt vielleicht so ein bisschen auch den anderen Blick auf Fritz Bauer, den wir heute haben und warum eben andere Prozesse, die ja auch gleichzeitig stattfanden, so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. So. Ja, und daneben gibt es noch einen weiteren Grund, denke ich, und der hat was mit Bauers Herangehensweise an die Prozesse in gewisser Weise zu tun, und zwar an die Konzeption der Prozesse selbst, also weniger jetzt sozusagen an die Frage, wie sie in der Öffentlichkeit präsentiert werden. Bauer dachte, das, was in den Konzentrationslagern geschehen ist, in einem sehr umfassenden Sinn. Und er wollte genau dieses Umfassende, das gesamte Geschehen vor Gericht bringen. Und ihm war bewusst, dass das deutsche Strafrecht damit an seine Grenzen stieß, dass sozusagen die Art und Weise, wie das Strafrecht Schuld und Kausalität herstellt, nicht geeignet war, um diese großen, komplexe, fabrikartiger, maschineller Massentötung zu erfassen. Und er ging das an. Er thematisierte das, er entwickelte selber juristisch-dogmatische Ideen, wie man sozusagen das aufbrechen kann, wie man anders juristisch sozusagen diese Verbrechen denken kann und damit eben auch ihnen in gewisser Weise gerechter wird, und äußerte sich
dazu auch beispielsweise in juristischen Fachzeitschriften, auch im Zusammenhang eben mit dem Auschwitz-Prozess. Er drang damit in seiner Zeit nicht durch, das muss man sagen. Aber das ist etwas, sicherlich etwas, was ihn ebenfalls heraushebt im Vergleich zu anderen Staatsanwaltschaften. Dazu gehört auch, dass er im Auschwitz-Prozess beispielsweise Historiker als Gutachter heranzog, um sozusagen den Auschwitz-Prozess auch als Bühne zu nehmen, das historische Geschehen aufzuarbeiten und das dann, und da schließen wir an, das dann in die Öffentlichkeit zu tragen. Das heißt, wir haben es auch vom Rehmer-Prozess gehört, auch da hat er mit Gutachtern gearbeitet. Das heißt, die Prozesse zu nutzen, um nicht nur die juristische Frage zu beantworten, sondern überhaupt erstmal das Geschehene sichtbar zu machen, aufzuarbeiten, zu thematisieren. Und das ist sicherlich etwas, was er so systematisch gemacht hat wie kein anderer. Vielen Dank. Da würde ich direkt nochmal anschließen und fragen, Sie sagen, er hat überlegt, und wie er das deutsche Strafrecht sozusagen so entwickeln kann, dass es diesen Verbrechen gerecht wird. Es gab ja Ende der 40er Jahre, sozusagen bis Anfang der 50er Jahre, eine Diskussion unter deutschen Juristen, inwieweit man vielleicht nicht das deutsche Strafrecht zur Anwendung bringt, sondern eben das Völkerrecht, was eben oder die Strafnorm, die im sogenannten Hauptkriegsverbrecherprozess in Nürnberg angewendet worden sind und die dann sozusagen auch umzusetzen in nationales Strafrecht, wo aber dann gegen das sogenannte Rückwirkungsverbot verstoßen worden wäre. Und die Frage wäre, inwieweit hat Bauer das kritisch reflektiert und hat sich auf die Position für das Anwendung des Strafrechts, des deutschen Strafrechts von 1871 bezogen oder hat er durchaus auch geliebäugelt, dieses Recht zur Anwendung bringen, was es ja vielleicht leichter gemacht hätte, diese Art von Verbrechen zu verfolgen? Da haben Sie völlig recht, das hätte es leichter gemacht. Das Kontrollratsgesetz Nummer 10 hatte mit Verbrechen gegen die Menschlichkeit einen Rückwirkungstatbestand geschaffen. Das heißt, es gab sozusagen, es gab in der frühen Nachkriegszeit die Möglichkeit, sich darauf zu stützen. War das Gesetz sozusagen dann aber bis 1955 in Deutschland zur Anwendung gebracht. Ich glaube, es war 1955, Anfang der 50er Jahre jedenfalls. Und danach übernahmen die deutschen Gerichte und damit galt das deutsche Strafrecht. Das heißt, in der Zeit, in der Bauer dann aktiv war, galt das deutsche Strafrecht. Und von daher ist mir nichts bekannt, dass Bauer in dem Sinne die normative Grundlage in Frage gestellt hätte. Er arbeitete mit dem, was er hatte, aber er versuchte eben im Rahmen dessen dann die Problempunkte aufzuzeigen und ja, sozusagen die rechtliche Konstruktion aufzubrechen, neu zu formulieren und Angebote zu machen, mit denen man sozusagen das Geschehen anders erfassen kann. Und dabei ging es einerseits um die Frage der Zurechnung. Also kann man Personen, die im Konzentrationslager beispielsweise nur Hilfsdienste gemacht haben, trotzdem das Mordgeschehen zurechnen? Reicht es, im Dienstplan sozusagen regelmäßig tätig gewesen zu sein, damit das gesamte Geschehen im Konzentrationslager zurechenbar ist? Das war eine wichtige Frage. Und das andere war die Frage, wer ist Täter, wer ist Beihilfer, wer ist der eigentliche Täter sozusagen und wer ist nur Gehilfe? Da war die Konstruktion in der Rechtsprechung damals, dass die eigentlichen Täter Hitler, Himmler und eben die politische Führungselite waren und im Grunde genommen alle anderen, es sei denn, sie waren Exzesstäter, waren Gehilfen. Das ist etwas, wogegen Bauer sich entschieden wandte. Und dann die Frage des Befehlsnotstands, die Frage sozusagen, wie Handeln auf Befehl rechtlich zu beurteilen ist. Das waren so die großen Fragen, mit denen Bauer sich befasste und sich befasste in einer Weise, die in den späten Auschwitz-Prozessen oder in den späten Prozessen jetzt in den 2000er Jahren sich als wegweisend gezeigt haben. Mir ist sozusagen beim Lesen der Einführung in die kleinen Schriften gleich am Anfang sind mir Widersprüche aufgefallen, die Sie dann auch zum Teil aufgreifen in der weiteren Folge. Und einer davon würde ich gerne hier nochmal aufwerfen, dass dieser Ansatz bei der Strafrechtsreform, also dieser Resozialisierungsgedanke, dass der für mich eigentlich im Widerspruch dazu steht, die NS-Täter strafrechtlich zu belangen. Den ist zwar immer attestiert worden von den Gerichten, dass sie in einer
historischen Ausnahmesituation gehandelt hätten und dass sie eigentlich als sozial angepasst leben würden heutzutage und dass sie eigentlich sozusagen davor gefeit sind, diese Art von Verbrechen nochmal zu begehen, somit eigentlich so aus der Perspektive vieler Richter bereits resozialisiert waren. Das ist ja für mich ein gewisser Widerspruch. Und ich habe daran anknüpfend noch eine zweite Frage, die ich direkt jetzt ranstelle, die mir gerade nochmal auch beim Vortrag aufgefallen ist. Die Frage danach, dass Fritz Bauer sich im besonderen Maße eigentlich für die sogenannten Mitläufer interessiert hat und sich aber gleichzeitig von den Prozessen eine aufklärerische Wirkung erhofft hat. Da saßen aber vor Gericht natürlich verantwortliche SS-Führer und Unterführer der Konzentrationslager. Also eher nicht die Mitläuferinnen und Mitläufer, sondern eine verantwortliche Funktionsträger. Insofern, was diesen Punkt anbelangt, finde ich, ist das auch ein bisschen widersprüchlich, weil das dann schlecht gelingen kann, eben über die anderen auch aufzuklären. Das wären so zwei Fragen, die ich gerne abschließend noch stellen würde. Also vielleicht fange ich mit der letzten Frage an. Damit haben Sie völlig recht. Und gleichzeitig erklärt das aber auch sehr gut, warum, oder glaube ich, das erklärt sehr gut, warum Fritz Bauer sich halt nicht nur auf die gerichtliche Auseinandersetzung beschränkt hat, warum es ihm so wichtig war zu publizieren, warum es ihm so wichtig war, mit Jugendlichen ins Gespräch zu bekommen, warum es ihm so wichtig war, diese Texte zu schreiben, weil es ihm eben genau darum ging, zu zeigen, das steht für mehr. Es geht um den großen Zusammenhang. Und er hat auch einmal wörtlich gesagt, dass eigentlich der Gerichtssaal ein schlechter Ort ist, um die Vergangenheit aufzuarbeiten. Also er war jetzt nicht davon überzeugt, dass das der ideale Ort ist, aber es war ein Ort, an dem er eben tätig war. Und gleichzeitig war es ihm sehr wichtig, eben den Kontext zu zeigen und diese Frage von Mitläufertum immer wieder zu thematisieren. Und die Frage von Gehorsam oder eben die Enttabuisierung des unbedingten Gehorsams, ein Anliegen, was er immer wieder in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen zum Thema gemacht hat. Also das vielleicht zur zweiten Frage. Und zur ersten Frage, ja, das ist ein Vorwurf, oder kein Vorwurf, also eine Frage, die immer wieder kommt. Also Rohin Steinke beispielsweise in seiner Fritz-Bauer-Biografie formuliert das auch genauso. Also diesen Widerspruch zwischen diesem Resozialisierungsgedanken und, weil man natürlich sagen muss, ein Großteil dieser Täter waren vorbildlich resozialisiert, also die haben ein vorbildliches Leben geführt. Die sind jetzt nicht weiter als Exzesstäter irgendwo unterwegs gewesen, also das muss man sich vor Augen halten. Aber ich glaube, auch da ist die Antwort die, dass es Bauer gar nicht um diese Täter, in erster Linie gar nicht so sehr um die Täter ging, was man jetzt auch an dem Beispiel Rehmer-Prozess, es ging ihm auch nicht um den Rehmer, was man daran sieht, dass er dann am Ende seines Plädoyers sogar vergisst, ein Strafmaß zu fordern für Rehmer. Es ging ihm eben vielmehr darum, diese Themen überhaupt erstmal öffentlich zu machen und darüber in der Öffentlichkeit zu sprechen. Und am Rehmer-Prozess beispielsweise kann man eben sehr schön sehen, wie er zumindest es schafft, dass es eine große öffentliche Aufmerksamkeit gibt, dass viele Zeitungen darüber berichten. Ich habe in meiner Arbeit relativ viel Material ausgewertet, was dort im Niedersächsischen Staatsarchiv liegt. Und es ist wirklich erstaunlich, wie viele Zeitungen, Zeitschriften über diesen Prozess berichtet haben. Und ich glaube, das war sein eigentliches Ansinnen. Das ist das, was er wollte. Und das war auch seine Strategie, nach der er dann auch die Gutachter beispielsweise ausgewählt hat. Auch da ging es nicht vordergründig darum, was das jetzt konkret für den Prozess bedeutet, sondern immer auch, wie werden die wahrgenommen? Und wie können die auch rezipiert werden? Also auch das ist ja ein wichtiger Punkt, dass eben in den Auschwitz-Prozessen diese Gutachten, das war quasi, da wurden Grundlagen für die historische Forschung geschaffen und das war auch ein Zweck, den er damit, also etwas, was er damit bezweckt hat. Vielen Dank.